So, herzlich willkommen zu Teil 3, Thrive Theme Builder und Thrive Architect installieren, zu der Reihe WordPress mit XAMPP auf dem eigenen PC installieren und eine eigene Webseite einrichten. Wir werden also den Thrive Theme Builder und Thrive Architect installieren und danach den Thrive Theme Builder einrichten. Dazu gehen wir als erstes mal in unser Dashboard hier hinten und du musst als allererstes auf die Website gehen von Thrive Themes und dort das Plugin kaufen, also Thrive Architect und Thrive Theme Builder. Dazu gehst du im Link unter dem Video auf meine Seite, die deutsche Seite, und lässt dich von da aus verweisen. Da kannst du dich nochmal erkundigen auf meiner Seite und gucken, ob das was für dich ist. Aber hier, ich sage auch mal, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Denn du kannst auch mit Elementor oder mit Divi eine Webseite machen. Aber wenn du eine professionelle Seite haben willst, mit der du Geld verdienen willst, kommst du um Thrive Architect und Thrive Theme Builder und den anderen Plugins, kommst du nicht drum rum. Das ist das Beste auf dem Markt und das Einzige, was in der Richtung auch richtig und wirklich funktioniert. Alles andere, da kannst du schöne Webseiten mitmachen, das war's dann aber auch schon. Okay, du gehst also auf die ThriveThemes.com, loggst dich mit den Daten, die du bekommen hast, ein und gehst dann hier Member Dashboard. Und bei Dashboard hast du dann hier die drei Punkte: Download and Install, Activate the Plugin on your site und Install and Activate your Products. Als erstes gehst du hier drauf und sagst Thrive Product Manager Plugin herunterladen. Da klickst du drauf, lädst den herunter. Ich habe das schon gemacht. Und dann gehst du auf deine Seite ins Backend, auf deinem PC, genau, gehst auf Plugins installieren, sagst hier Datei auswählen und wählst den Thrive Product Manager aus. Öffnen und klickst auf Jetzt installieren. Das Plugin wird installiert, wurde erfolgreich installiert und das Plugin aktivieren. Und ganz wichtig ist noch, auf der Seite, wo du vorher warst, im gleichen Browser, also hier die Thrive-Themes-Seite, die lässt du offen und bleibst eingeloggt. Das ist ganz wichtig aus dem einfachen Grund, weil wenn du dich gleich einloggst, dann brauchst du nicht mehr dich neu eintragen, sondern du wirst automatisch verbunden. Das ist das Schöne an der Sache. Wir gehen jetzt also hier links, ist der Thrive, der Produktmanager aufgetaucht. Da gehen wir drauf und klicken einfach hier Login to my Account. Und dann wie von Zauberhand 1, 2, 3. Je nachdem, wie meine Internetleitung mitmacht. Genau. Hast du hier auf einmal alle Plugins. Es kommt jetzt darauf an, was du gekauft hast. Ich habe die ganze Thrive Seed gekauft. Das empfehle ich dir auch, wenn du mit deiner Webseite Geld verdienen willst. Weil wie Thrive Ultimatum und Thrive Leads, wo du deine E-Mail-Liste mit aufbaust. Entschuldigung, die brauchst du natürlich auch. Und Thrive Optimize sowieso. Und wir werden jetzt als erstes mal hier auf Thrive Architect klicken und auf den Thrive Theme Builder und dann sagen Install Selected Products, alle beide. Das Ganze kann jetzt etwas dauern. Das hängt immer davon ab, wie schnell deine Internetleitung ist. Meine ist im Moment nicht die schnellste, weil ich sie mit mehreren Leuten teilen muss. Aber ich will nicht jammern. Also, jetzt wird das Ganze installiert. Und ich klicke mal auf Pause. Nein, brauche ich gar nicht. Ready to use. Und dann kommt noch der Thrive Theme Builder. Und der Thrive Theme Builder. Jawohl. Und da ist er auch schon. Installed. The selected products were installed successfully. Das nächste, was wir machen, ist, ich zeige dir mal ganz kurz die Webseite, zur Webseite, Link in neuen Tab öffnen und wie die Seite jetzt aussieht. Also vollkommen leer. Home Tutorial. Es liegt aber auch daran, wir haben ja das Ocean WP Plugin bzw. Theme aktiviert. Wir gehen also auf Themes.
Dann siehst du hier den Thrive Theme Builder und dann sagen, klicken wir hier auf Aktivieren. Dann wird er aktiviert. Dann klicken wir auf Theme Details und dann klickst du hier auf Automatische Aktualisierung aktivieren, dass dann dahinter steht Deaktivieren. Also klick auf Aktivieren, damit dann Deaktivieren steht, damit hast du den aktiviert automatisch. Genau. Jetzt können wir mal gucken, hat sich etwas verändert an unserer WordPress-Seite, an der Seite. Ja, es hat sich was verändert, denn jetzt ist es vollkommen leer. Okay, passiert bei Blog was? Ja, bei Blog passiert schon was. Hier sehen wir schon mal die Blog-Seite von Thrive Theme Builder. Aber Home und Angebote ist so und über mich ist auch so und Home ist leer. Da werden wir dann eine Seite erstellen. So, als nächstes gehen wir ins Thrive Dashboard zu den Thrive Theme Builder und werden den erstmal einrichten. Dazu habe ich auch einen Kurs gemacht, den Thrive Theme Builder Kurs, in dem erfährst du wesentlich mehr als das, was ich dir hier zeige. Wir werden ein kostenloses Logo erstellen, wir werden darin ein Favicon erstellen und ich zeige noch viele Ticks und Trips und Tricks. Und ja, erstmal choosen wir jetzt hier das Shapeshift-Theme. Genau, und jetzt gehen wir zu dem Site-Wizard. Und wir hatten ja vorher schon ein Logo erstellt. Und beziehungsweise hatten vorher schon ein Menü erstellt. Und wenn du dich jetzt wunderst, dass das hier alles auf Deutsch ist, Farbe der Marke, Header, Fußzeile, Startseite, dann liegt das daran, dass ich diese Seite schon in meinem Thrive Theme Builder Kurs verwendet habe. Und was noch in meinem Thrive Theme Builder Kurs ist, du kriegst eine kostenlose deutsche Sprachdatei dazu geschenkt. Die kostet schon alleine 30 bis 40 Euro. Und der Kurs kostet nur 49 Euro. Ist also wirklich geschenkt. Also, darum steht das hier auf Deutsch. Normalerweise bei dir wird das hier auf Englisch stehen. Kauf dir den Kurs, kriegst die Sprachdatei dazu. Zahlt 20 Euro mehr im Schnitt, das war's aber auch. Und hast du eine deutsche Sprachdatei und hast hier alles in Deutsch stehen. Und jetzt werden wir den Wizard ausführen. Und zwar Restart the Wizard. Und als erstes Get Started. Das Logo. Edit Dark Logo. Ich habe hier schon mein Logo hochgeladen. Du gehst hier so auf Datei hochladen. Und wählst dann an der Stelle, wo dein Logo ist, dein Logo aus. Ich habe das schon getan. Mediathek. Und das ist das hier. Beziehungsweise ich habe ja jetzt ein neues Logo. Das werde ich gleich mal hochladen. Auf dem Desktop. Ahrens Marketing Logo. Das ist mein neues Logo. Wir vergessen auch nicht, Steuerung Copy und Steuerung einfügt, den Alternativtext einzuführen. Der Alttext. Ganz wichtig, bei Bildern immer mit reinstellen. So, das unterscheidet sich schon mal. Und dann noch das Light-Logo. Da nehme ich dasselbe Logo. Aus dem einfachen Grund, weil das auf dunklen Hintergrund trotzdem noch gut aussieht. Dann sagen wir Choose and Continue. Dann kommen wir zur Farbe der Marke. What's your Brand Color? Die ist hier schon richtig eingestellt. Das ist meine Brand Color. Das ist die Farbe, die man auch im Logo verwendet. Die verwendet man auch auf seiner Seite. Header, hier kannst du auswählen, was für ein Header, also für ein Hauptmenü du haben willst. Hier gibt es reichlich Auswahl. Ich lasse das Voreingestellte. Lass das so. Das hatte ich, wie gesagt, in meinem Kurs schon gemacht. Dann gehst du oben rechts auf Choose Continue. Dann kommt die Fußzeile. Auch da nehmen wir die Standardfußzeile. Auch hier zeige ich die wieder bei Columns. Hier oben kannst du verschiedene Fußzeilen auswählen. Auch hier hast du zig Vorlagen. Alle kannst du natürlich noch individuell anpassen. Und dir auch einen eigenen Footer erstellen. So, Choose and Continue. Dann kommt die Startseite. Und da Existing Page nehmen wir da. Oder Ready-Made oder Existing Page. Home, da kannst du dann die Seite auswählen, die du im Menü erstellt hast. Und ich nehme jetzt Home, denn das soll sie sein. Choose and Continue. Dann ein einzelner Blogbeitrag. Wie soll der aussehen? Er sieht jetzt hier so aus. Du kannst aber auch hier wieder zig Vorlagen,
wie das aussehen könnte oder sollte. Ich nehme gerne die Vorlage Featured Content Narrow, Featured Image Narrow Content oder aber, wo habe ich sie? Featured Image Without Sidebar. Da ist der Inhalt ein bisschen breiter, hier ist der Inhalt ohne Sidebar besser zu lesen. Ich möchte aber gerne eine Sidebar haben, da nehme ich Featured Image with Sidebar, diese hier. Wie gesagt, das ist jetzt nur die Voreinstellung, man kann hinterher jede einzelne Stelle kann man dann noch selber ändern und anpassen. Also vollkommen flexibel. Die Blog-Beitragliste, so sieht das hier aus, Grid without Sidebar. Dann nehme ich dann, möchte ich dann diese haben, List Layout without Sidebar. Also so, dass die so dargestellt werden. Choose and continue. Dann so sieht eine normale Seite aus, das kannst du so lassen. Also gleich die Voreinstellung so lassen, denn die passt du ja hinterher sowieso selber an. Jetzt werden wir gefragt, welches Menü wollen wir wählen? Choose a WordPress Menü für die Kopfzeile. Und da sage ich natürlich Main Menu und das Fußzeilenmenü keins und Menüs auf meiner Seite aktivieren. Und jetzt können wir gucken, bei Preview My Site wird ein neuer Reiter geöffnet und wir sehen nichts. Aber wir sehen hier oben natürlich, das sieht genauso aus wie vorher und das ist jetzt die Blogseite, die ich ja so angepasst hatte. So. Das ist das. Und jetzt sind wir durch damit. Du kannst jederzeit immer wieder zu jedem einzelnen Punkt hier zurückkehren, manuell, ja, brauchst nicht sagen Restart the Wizard, sondern gehst hier manuell, Logo, Farbe der Marke und so weiter. Als nächstes haben wir hier den Punkt Branding. Der ist mehr oder weniger schon erledigt. Denn da geht es um die Theme-Farben, da habe ich die Default-Farbe ja vorher schon eingestellt. Da geht es um das Logo, das habe ich eingestellt. Aber das Favicon, das habe ich noch nicht eingestellt. Und dann sage ich Favicon wechseln, beziehungsweise hochladen. Und dann nehme ich das Favicon. Wo ist es? Da ist es, Favicon Ping. Öffnen. Favicon. Und egal was es ist, immer den Alternativtext nicht vergessen. Favicon. Select. Und wenn ich jetzt hier die Seite aktualisiere, hier sehen wir immer noch das XAMPP-Logo. Und wenn ich die jetzt aktualisiere, sollte mein. Und da ist es, da ist das Favicon. Ganz wunderbar. So. Als nächstes gehen wir zu unseren Seiten, alle Seiten. Das war jetzt die Grundeinrichtung. Wie gesagt, in meinem Kurs viel ausführlicher und mit den ganzen anderen Bonussen noch dazu. Bonis heißt es ja. So, und jetzt gehen wir hier Home Startseite, Edit with Thrive Architect. Im Moment sieht die Startseite so aus, Home leer. Vollkommen leer. Und jetzt gehen wir Home Startseite, Edit with Thrive Architect. Und jetzt zeige ich dir, wie einfach du deine WordPress-Webseite machen kannst. Hier kannst du jetzt Pre-Built Landing Page, eine völlig leere Seite oder eine leere Seite mit Kopfzeile. Oder eine normale Page, aber das lohnt sich nicht, das funktioniert nicht richtig. Wir nehmen das hier mit Kopf- und Fußzeile, dann hast du oben gleich dein Logo und dein Menü. Und den Footer. Da stimmt schon mal alles. Und jetzt brauchen wir hier oben einmal ein Show Me All Blocks. Brauchen wir oben einmal einen Header. Dann gehen wir hier Hero Area. Und dann haben wir hier ganz wunderschöne Bilder. Dann gucken wir da mal, was wir da nehmen. Und dann nehme ich mal das hier, das gefällt mir. Das Schöne ist, an den Blogs, wie sie hier genannt werden, an den Vorlagen, du siehst auch hier oben Blog, wenn du hier reinklickst, dann siehst du Text,
Contentbox innerhalb, der Text liegt innerhalb einer Contentbox und die Contentbox mit dem Text liegt innerhalb des Blockes, des ganzen Gebildes. Normalerweise ist das, wenn ich hier rechts das nimmst, wäre das eine Background Section. Ja, wo das ist immer das Grundelement, in das alles andere eingefügt wird. Und hier brauchst du jetzt nur noch deine Überschrift anpassen. Hier siehst du auch gleich Heading 1. Die Überschrift 1, eine H1, darf nur einmal auf der Seite vorkommen. So viel mal zur Information. Und hier kannst du gleich sagen, zu dem Punkt hier, ne, was weiß ich, trägst du dann ein, was du haben willst, aber es geht hier nur um eine Vorschau. Als nächstes brauchen wir einen Block, wo Angebot kommen, Benefits and Features, also Angebote, dann nehmen wir das hier, Product Benefits. Welche Vorteile hat dein Kunde? Ist erstmal das nächste. Das schreibst du dir hier hin. Drei Vorteile schreiben. Und vielleicht möchtest du auch noch Vorteile, Nachteile gegenüber einem anderen Produkt haben. Dann gehst du hier rein, nimmst einen anderen Block und sagst Benefits and Features, Pro und Cons zum Beispiel. Pro und Cons, Vorteile, Nachteile. Dann nehmen wir dieses hier. Da kannst du die Vorteile und Nachteile eines anderen Produktes und deines Produktes aufführen. Conclusion, also Fazit sozusagen, Schlussfolgerung. Und wenn du jetzt guckst, und wir gucken uns das Ganze auf dem Tablet-Modus an, hier unten, dann sehen wir, das sieht super aus. Ja, das passt sofort. Und wenn wir uns das Ganze jetzt im Handy-Modus anschauen, im Smartphone-Modus, auch das passt sofort. Es verkleinert sich alles, die Schriften verkleinern sich. Das ist alles voreingestellt. Nicht so, wenn du selber Hand anlegst. Wir werden jetzt mal selber eine Background-Section und hier rechts mit den Elementen arbeiten. Dann nehmen wir jetzt einfach mal eine Background-Section. Die packen wir da rein. Es gibt auch bald den Thrive Theme Builder Kurs, den Thrive Architect Kurs von mir. Da werde ich dir alles über Thrive Architect, alles was hier ist, jede Einstellung, jeder Punkt wird erklärt. Jetzt haben wir hier eine Background Section. Jetzt möchten wir hier auch zwei so eine Spalten haben. Dann gehen wir hier rein und sagen Columns, ziehen die hier rein und jetzt können wir wählen. Drei Spalten, vier Spalten. Wenn du dich fragst, warum sind da nicht auch sechs Spalten, kannst du alles machen. Zeige ich dir. Zwei Spalten nehmen wir und was du machen kannst, wenn du schon einen Teil, zum Beispiel die Contentbox, die hast du jetzt gestaltet, dann kannst du hier drauf gehen, kannst sagen Copy, nehmen und herunterschieben und hier einfügen. Zack, und dann hast du es da. Und ich kopiere das nochmal. Das ist ja kein Thrive Architect Kurs, sondern da geht es darum, wie du eine Webseite erstellen kannst auf deinem PC. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an und jetzt sehen wir in der Tablet-Ansicht, das batscht hier direkt an den Rand und die anderen, ja, haben hier noch Freiraum. Wie du siehst, ne, sieht das hier viel besser aus als das hier. Noch schlimmer ist es aber in der Tablet-Ansicht, da batscht das auch alles an den Rand. Das geht jetzt noch einigermaßen vom Aussehen, aber hierüber sieht es bei Cons und Pros schon wesentlich besser aus. Wie kriegen wir das hin? Indem du jedes Mal, wenn du eine Background Section einfügst, ist das erste, was du machst, erstmal die Abstände, die Innenabstände, Layout and Position, sagst du mindestens 100 oder 120 oben und 120 unten, damit hier Weißraum ist. Denn Design lebt von Weißraum. Das, was zusammengehört, packt man ein bisschen dichter und alles andere, da macht man größere Flächen drumherum, damit das auch wirken kann. So, jetzt kannst du hier zum Beispiel sagen, ich möchte hier einen Text drüber haben. Ja, meine Überschrift. Und was machen wir damit? Daraus machen wir natürlich eine H2. Packen die hier in die Mitte. Und das ist die Überschrift für diesen Bereich. Jetzt können wir hier noch in aller Ruhe sagen, wir wollen in der Background Section. Ach so, ich wollte dir erstmal zeigen, wie du die anpasst. Und zwar
So, das bleibt jetzt so. 120 Pixel oben und unten. Padding, also Innenabstand. Margin ist der Außenabstand. Jetzt gucken wir uns das an in dem Bereich und sagen hier links und rechts 20 Pixel. Und dann sehen wir, aha, das wird abgerückt und schon sieht das wesentlich besser aus. Und im Smartphone an sich brauchen wir jetzt gar nichts mehr machen, denn das wird gleich übernommen. Das heißt, das, was du in Tablet änderst, wird für Smartphone übernommen. Du kannst aber hier eigene Einstellungen festlegen. Aber das reicht ja so, wie es ist. Also das ist immer das Erste, was ich mache. Background Section. Ich gebe dir 100, 120 Pixel nach oben und unten. Dann gehe ich in die Tablet-Ansicht und gebe hier jeweils 20 Pixel links und rechts ein. Zusätzlich. Und natürlich, oben und unten ist jetzt zu viel. Da gehen wir auf 40, 40. Und auch das wird wieder in der Smartphone-Ansicht übernommen. Dann hat man hier nicht so Riesenabstände auf dem Handy. Und da würde das wieder nicht passen. So kannst du jedenfalls auf jeden Fall die Einstellung treffen für die einzelnen Elemente. Jetzt angenommen, wir haben unsere Seite, meine Überschrift. Hier kommen jetzt nochmal Pro und Contra. Und als nächstes brauchen wir als Block, nehmen wir eine über uns. About us. Wo haben wir das hier? Produktrating, Contact. Ein Kontaktform. Ein Kontaktformular brauchen wir ja auch. Dann nehmen wir dieses hier. Contact us. Und da es ein Block ist, brauchen wir uns nicht kümmern. Wir gucken uns das im Tablet an. Perfekt. Smartphone-Ansicht, perfekt. Machst du das selber, musst du auch noch eigene Einstellungen treffen. Und öfter hat man was, da findet man in den Vorlagen nichts, man kann aber auch eigene Vorlagen anpassen. Dann wollte ich dir noch zeigen, hier hat man zum Beispiel jetzt Columns, drei Columns, drei verschiedene einzelne Spalten, die in einer Column drin liegt. Also in einer Zeile besser gesagt. Und wenn ich jetzt eine vierte haben will, kann ich das ganz einfach machen. Ich sage, ja, ich will aber vier hier haben. Dann kopiere ich mir hier eins, nehme das und ziehe das nach links oder rechts. Ich sage jetzt mal hier rechts, ziehe das hier ran, lasse das fallen und schon habe ich davon vier. Ist das nicht super? Es ist der Hammer. Und wenn mir jetzt diese vier nicht gefallen, sage ich mir drei, ach nee, drei erreichen, ich habe keine Idee dafür, dann kann ich das auch wieder löschen und habe wieder drei. Und wenn ich jetzt eine hervorheben will, zum Beispiel, und sage, nee, die in der Mitte, die soll aber größer sein, ja, dann gehe ich hier hin und kann das auch verschieben. Ich kann die Spalten verschieben, ja, das geht bei den wenigsten Page-Bildern, also ich wüsste jetzt nicht, bei welchem es überhaupt geht. Ich gehe jetzt mal nur auf 30% und hier auch auf 30%. So, ja, 30,1 hat die andere auch. Da sieht man, ist das hier kleiner als das andere. Ich werde mal kurz zwischenspeichern. Ist das hier jetzt nicht so hoch, weil die Schrift weiter auseinanderläuft? Was mache ich damit? Ich gehe hier rein, Content Box, gehe hier in Layout in Position bzw. Main Options und sage Minimum High. Und zieh das ein bisschen höher. Jetzt zieht er alle drei hoch. Das ist der Nachteil und auch ein Vorteil. Also du kannst hier einen Vorteil haben, dass du, wenn du ein Objekt jetzt zum Beispiel vergrößerst, vergrößern sie alle drei mit, wie du siehst. Das ist bei Blocks so. Jetzt kann ich aber in dieses eine hier reingehen und jetzt versuche ich mal bei Layout und Position zu sagen, Min High. 400 macht er nicht. Das funktioniert nur in eigens erstellten. Und eigens erstellt ist das hier. Wenn ich hier jetzt also sage, das habe ich selber gemacht, diese Section erstellt, hier kann ich jetzt sagen, ich nehme drei nebeneinander und sage, ja, 30% und auch hier. So ungefähr 30%. Auch dieses wird wieder kleiner. Jetzt kann ich hier reingehen in die Content Box und sagen,
bei Main Options, Minimum High, sei größer. Und die anderen bleiben beiden vergrößern sich nicht. Ja, das funktioniert bei den Blocks nicht, ist ein kleiner Nachteil. Ich weiß nicht, ob es da eine Verschränkung gibt, die man aufheben kann. Will ich jetzt nicht gucken, weil sonst kann ich dir nichts zeigen und du lernst ja auch nichts dabei, wenn ich das jetzt mache und wir finden nichts. So, also so kannst du zum Beispiel die einzelnen Sachen vergrößern. Was auch sehr schön geht, ist, man kann hier reingehen und sagen, Content Box, Animation in Action, und dann gehe ich hier auf CSS Animation und sage, Slide in Left. Dann fliegt er von links rein und bei anderen Box sage ich, Slide in Right. Slide in Right. Und Loop Animation. Was heißt das? Loop Animation heißt, immer wenn ich hoch und runter scrolle, wird dieser Effekt erneut ausgelöst. Also hier sage ich Loop Animation. Und jetzt zeige ich dir das. Save in Preview in der Vorschau. Wenn ich jetzt hier runter scrolle, siehst du, sind die reingefahren. Wenn ich jetzt wieder runter scrolle, fahren die wieder rein. Und wenn ich von oben nach unten komme, fahren sie auch rein. Zack. Zack. Weiß ich auch nicht, wo man das bei welchem Page-Builder sonst noch einstellen kann. Muss man nicht machen, aber wenn man jetzt Elemente hat, die Aufmerksamkeit benötigen und man möchte, dass der Besucher das unbedingt immer sieht, weil da ein Angebot von dir ist oder wichtige Informationen, dann lohnt sich das schon. So, dann kommt hier Kontakt, aber es fehlt noch was, eine Über-uns-Section. Und das ist die About. Oder du hast ein Team. Dann nehmen wir mal ein Team und fügen mal das hier ein. Team. Gleich in der Unternehmensfarbe angepasst. Als Block, wenn du sie anguckst, hast du doch gesehen, da war es hellblau. Wenn es geladen wird, ist es automatisch deiner Unternehmensfarbe angepasst. Das ist der Vorteil. Das ist dein Team und jetzt brauchen wir noch einen über uns und das ist About. Und dann nehmen wir nochmal, jetzt kannst du was über dich schreiben, das war auch eben hellblau und hier ist es ein hellrosa-rot. About the Author. Dann siehst du hier einen Pfeil, womit ist das gemacht? Es gibt Decorations. In dem Fall ist hier oben die Decoration Pointer eingestellt. Und du kannst diesen Punkt auch verändern in seiner Größe. Die Höhe und die Breite. Du bist also hier ganz individuell, kannst du das anpassen. Sehr schön. Jetzt wollen wir hier unten noch einen Effekt haben. Dann klicken wir hier drauf, auf unten, None und sagen Fancy Divider. Und da hat man dann eine Auswahl, eine riesengroße Auswahl. Und da nehme ich mal über mich. Es gibt hier auch sowas wie Städte. Ich nehme mal diese Wellen hier. Choose Divider. Und schon hat man hier diese Welle drin. Auch die ist in der Höhe anpassbar. Und du kannst hier eine Farbe geben. In dem Fall möchte ich sie so rot haben, aber dieses Rot nicht so stark. Darum passe ich mir das individuell an. So, damit die Schrift nicht zu sehr beeinträchtigt wird. Dann gehe ich noch in der Höhe etwas runter, dass es nicht über der Schrift liegt oder hinter. Und dann haben wir eine schöne Box geschaltet. Das Ganze kannst du mit allen Content-Boxen machen, mit allen Abschnitten. Hier About the Author ist wieder mal Layout and Position, hat zu wenig Platz, nur 60-60, 120-120. Bei den Blocks musst du wissen, sie sind so eingestellt, dass sie auf dem Handy gleich optimal aussehen. Auf dem Smartphone. Da sehen sie gleich optimal aus, darum musst du in der Desktop-Version immer noch ein bisschen Padding zugeben. Das ist aber alles. Heute kommen die meisten Besucher ja über das Smartphone, darum ist es wichtig, dass an dieser Stelle da auch richtig optimiert ist und alles richtig aussieht. So, was haben wir jetzt? Wir haben die Überschrift, den Header-Bereich. Wir haben das Produkt, die Benefits, also die Vorteile.
Hier haben wir nochmal Pro und Contra des Produktes. Dann hier Überschrift, hier ist nochmal Pro und Cons, aber du musst dich da selber. Die Möglichkeiten sind ja unendlich. Ich kann ja jetzt nicht hier für dich. Ich weiß nicht, was du für eine Webseite machen willst. Ne? Auf jeden Fall brauchst du noch Testimonials. Und zwar nehmen wir dann diese hier, wo dein Kunde überzeugt wird, wo du dann reinschreiben kannst, was hast du schon gemacht und wie finden das andere Leute. What they say, ne? Was sie sagen. Dann hast du hier, ne? Du kannst das natürlich auch wieder verdoppeln, gar keine Frage. Wenn du sagst, ich habe aber vier, ich brauche vier, dann gehst du einfach runter, zack, machst du hier ein Duplikat von und änderst dann hinterher einfach nur noch die Bilder. Main Options, Replace Image. Ich habe jetzt kein Image davon, dafür. Jedenfalls mal kannst du das so machen. So erstellst du deine Webseiten mit Thrive Architect. Und wie gesagt, viel mehr noch in meinem Kurs. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Teil 3 mache, denn das Prinzip ist klar. Du hast die Blogs, du hast links die Einstellungsmöglichkeiten. Wenn du da drauf klickst, kannst du hier sagen Borders and Corners, du möchtest oben eine Border haben, klickst da drauf und du möchtest oben eine rote Border haben. Und die soll haben 10 Pixel. Zack. Da hast du hier oben einen roten Rand. Passt dann wieder sehr wunderbar zum meinem Logo. Würde der rote Rand hier gut passen. Und ich kann auch sagen, ich möchte hier unten 10 Pixel Border haben. Dann gestaltungstechnisch sind dir wirklich bei diesem Page Builder keine Grenzen gesetzt. Ja, oder du möchtest es sogar eingerahmt haben. Dann sagst du, hey, ich möchte 10 Pixel links und rechts haben. Damit das Ganze mal richtig stark hervorgehoben ist. Sieht doch gut aus. Ganz wunderbar. Aber das Ganze möchtest du mit abgerundeten Ecken, überhaupt kein Problem. Reinklicken, hochziehen und schon hast du abgerundete Ecken. Sogar sehr viel abgerundet, je nachdem wie du es haben willst. So sieht es fast aus wie ein Button. Nehmen wir ein bisschen weniger oder wir lassen es sogar so. Ja, wie ein großer Button. Ganz wunderbar. Hier links hast du die Einstellmöglichkeiten und hier rechts hast du um die 50 Elemente. Die will ich jetzt nicht alle durchgehen mit dir. Wie gesagt, dafür ist mein Kurs da. Und wo du die Kurse findest, zeige ich dir unterhalb des Videos in der Beschreibung. Da findest du die einzelnen Links zu der Webseite. Ich habe eine Webseite erstellt über Thrive Themes auf Deutsch, die angelehnt ist an die Original-Webseite. Sie sieht auch ähnlich aus, ist ähnlich gestaltet und auch alles mit Thrive Theme Builder gemacht und Thrive Architect. Das versteht sich von selbst. Da kannst du dich erkundigen. Jetzt weißt du, wie du deine Webseite mit XAMPP erstellen kannst und wie du den Thrive Theme Builder einrichtest und wie du letzten Endes deine Webseiten damit erstellst. Du sagst dann Save Work bzw. Save and Preview. Und ja, da kannst du wunderschöne Sachen mitmachen. So, das war's. Ich hoffe, die drei Tutorials haben dir gefallen und haben dir was gebracht. Mit Sicherheit haben sie dir was gebracht. Dann, wenn du Hilfe brauchst, denk an meine Kurse. Sie kosten nicht die Welt und du kriegst zu meinen Kursen jeweils immer sogar eine deutsche Sprachdatei dazu. Und das macht kein anderer. Alle anderen verkaufen die. Bei mir gibt es die zum Kurs geschenkt. Und natürlich richtig viele Tipps und Tricks habe ich vorhin gesagt. Genau. Tipps und Tricks. Schwere Sprache, deutsche Sprache. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage. Bitte abonniere doch meinen Kanal. Es gibt bald weitere Videos. Und tschüss.